Hallo, willkommen zur Fazitfolge zum Let's Play von Machinarium. Ein paar kennen es vielleicht schon, nach jedem Let's Play mache ich eine kurze Folge, eine kurze Zusammenfassung über das Spiel. Quasi ein Kurzbericht, ein kleiner, ja, subjektiver Testbericht von mir. Ich werde im Spiel hier explizit keine Punkte oder ähnliches vergeben, ich werde es rein mal subjektiv so bewerten, wie ich das Spiel empfunden habe. Es gibt in Machinarium, das generell vorausgesagt ein super Spiel ist in meinen Augen, gibt es eine Menge Punkte auf der Habenseite und eigentlich nur einen einzigen, der mir nicht so gefällt. Und wenn ich jetzt sage, wird es gleich klar, wie das gemeint ist. Das Spiel ist leider zu kurz. Wir haben das Spiel im Let's Play jetzt in circa 6 Stunden durchgespielt. Und ja, es ist nicht viel, ne? 6 Stunden sind schnell vorbei, besonders wenn man sich in so einer Welt aufhält, die so dicht und so liebevoll gestaltet ist wie die von Machinarium. Dem entgegen steht allerdings auch wieder der niedrige Preis von inzwischen unter 10 Euro auf Steam. Dafür sind 6 Stunden wieder eigentlich völlig im Rahmen, kann man sich nicht beklagen. Ich spreche über eine meiner Lieblingsszenen im Spiel. Ihr seht, die Band, der wir im Spielverlauf zu ihren Instrumenten verholfen haben. Und davor steht unser Josef und ja, tanzt sich einen ab hier. Und das ist repräsentativ. Wie gesagt, ist zum einen eine meiner Lieblingsszenen oder die Lieblingsszene. Auf der anderen Seite ist es auch wirklich sehr repräsentativ für das Spiel. Weil es gibt einfach viele Stellen, an denen solche Sachen passieren. Ja, Josef steht hier und tanzt einfach mit. Das ist keine Sequenz, das ist kein spezieller Befehl gewesen, den ich ihm gegeben habe. Er macht das einfach. Er hat so eine gewisse Selbstständigkeit. Josef steht im ganzen Spiel kaum still da. Er macht immer irgendwas. Er zieht sich die Hosen hoch. Er schaut sich irgendwas an, wenn der Spieler überlegt. Er überrascht einen mit einer kurzen Denkblase, in der was drinsteht und so. Ja, ist eine tolle Sache einfach. Und daran sieht man, das Spiel es geht weit drüber raus, über das, was das Spiel eigentlich ist. Wir haben im Spielverlauf viele Rätsel, viele tolle Rätsel, viele Minispiele, die vom Schwierigkeitsgrad her eigentlich auch genau richtig sind. Sie sind am Anfang relativ einfach und dann zieht der Schwierigkeitsgrad aber ja, stetig und relativ schnell an, bis man so ab der Hälfte des Spiels wirklich fordernde, aber nicht zu schwere Rätsel hat. Also die Rätsel und Minispiele sind wirklich super gelöst. Aber eben darüber hinaus, über das, was das Adventure eigentlich ausmacht, gibt es eine klasse Stimmung. Es gibt die handgearbeiteten Hintergründe, also die ganze Spielwelt ist handgezeichnet. Dazu gibt es einen super Soundtrack, ihr hört ihn. Jetzt gerade spielt die Band ja. Die Musik passt super zu der Atmosphäre. Es wird eine wunderschöne Stimmung erzeugt, die einfach immer stimmig ist, die immer auch wechselt von fröhlich zu traurig zu angespannt. Ist einfach super. Ich würde jedem empfehlen, das Spiel mit Soundtrack zu kaufen. Kostet auch nur ein paar Euro zusätzlich. Lohnt sich wirklich. Ich habe es mir ohne auf Steam gekauft, aber ich habe den nachträglich dazu erworben. Ja, wie gesagt, macht es lieber vorher. War ein kleiner Fehler meinerseits. Ja, eine Besonderheit gibt es noch an dem Adventure. Es gibt keinerlei Text, keinerlei Sprache, überhaupt nichts. Das ganze Adventure erzählt seine Geschichte nur durch die Bilder und durch die Reaktionen der Figuren. Und ich denke, das ist eine ganz große Kunst, das so hinzubekommen. Da ziehe ich meinen Hut vor den Game Designern. Es kommt völlig ohne Sprache aus. Es gibt nur Denkanstöße und das ist auch aber vollkommen logisch und schlüssig. Also es ist so auch wirklich machbar. Das stellt den Spieler nicht vor ein Problem, sondern alle Rätsel, alle Situationen, alles, was man tun muss, wird in dem Spiel wirklich, also vom Spieler intuitiv erfasst. Und wie gesagt, Chapeau, Leute, habt ihr wirklich gut gemacht. Großes Lob an Amanita Games und ich werde mir auch andere Spiele von euch noch angucken. Genau deswegen, weil ich hier echt begeistert bin. Ja, wie gesagt, optisch, akustisch ist es ein Meisterwerk. Der einzige Minuspunkt ist die kurze Spieldauer, aber naja, ob das wirklich Minus ist, bei dem Preis, bleibt jedem selber überlassen. In einem Satz, Machinarium ist wirklich ein super Spiel für alt und jung, mit ein paar innovativen Ansätzen wie dem textlosen System und vor allem super schön handgezeichneten Hintergründen und einer super Stimmung. Tja, das war's. Ich freue mich auf euch beim nächsten Let's Play.
und ciao, Josef.